Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen, seid gegrüßt, neue Runde LS22, nordfriesische Marsch, vierfach, Spoiler-Alarm. So, wollen wir mal gucken, was wir heute Schönes machen. Ich wollte ein paar Leerpaletten, glaube ich, hier mitnehmen und ohne Ende Bretter haben wir, glaube ich, auch, um wegzubringen. Ich weiß aber jetzt immer noch nicht, wo es hin sollte, weil irgendwie die nächste Ingame-Stunde fehlt noch, damit oben dieser Strombedarf von den neuen Altpapier- und Altglasstationen weggeht. Leerpaletten kann man hier ja aber eh alles mit rausnehmen, das ist ja eh egal. Weiß auch nicht, was es war. Vielleicht war es die Molkerei. Weiß es nicht genau, wer da drin stand. Das ist entweder zum Verkaufen oder zum Tischler auf. Oh, das ist aber auch schon viel. 428.000. Dann haben wir das Sägewerk erstmal leer. Hier vorne stand schon der Diesel. Und dann sehen wir auch gleich, wo die Leerpaletten theoretisch hin sollen. Danke für Follow. Moin moin. Mehrere, du bräuchtest theoretisch hier Umkreis. Also so ein Bienenstock hat einen Umkreis. Und beeinflusst die benachbarten Felder, kann man sagen. Für den Ertragsbonus auf den Feldern. Also sprich, kurz mal auf die Map geguckt und erklärt, wenn du Raps auf 78 hast und du hast Bienen bei Feld 35 platziert, wird dir das für Feld 78 nichts bringen. Ich meine, das ist ein anliegender Radius von 200 Metern. Zum Beispiel habe ich hier auf der Ecke einen Bienenstock platziert und ein Umkreis von 200 Meter wäre so das. Da würde also praktisch alle Felder, wenn hier mal irgendwas drauf ist, was die Bienen, ne, positiv beeinflussen, würde das alles was bringen. Das aber nicht global. Also das ist nicht von wegen, ich platziere einen Bienenstock und das zählt für alle. Ich empfehle dann aber, wenn man diese Bienenstöcke macht, zum Beispiel von Hot, glaube ich, ist das, ne, dieser Bienenspawner, da sammeln sich dann die ganzen Honigpaletten drin, damit man nicht überall wild einsammeln muss, sondern man praktisch einen Spawner hat, wo das alles kommt. Und den räumt man ab und an mal zur Seite und ab und an, oh, bringt man das mal weg, ne? Weiß auch nicht, warum das hier eigentlich funktioniert, bei den anderen aber nicht, weil es Tiere sind, ne? Denn gerade so von wegen diesem Auffüllen, dieses Auffüllprinzip hätte ich also gerne beim Strom auch mal gehabt, dass wir mit sinnigen Akkus arbeiten können, aber das geht ja leider nicht. Indem man die Akkus als Tiere irgendwie definieren müssen. Also Strom. Naja, wirres Gerede. Hier muss ich jetzt mal aufteilen. Ich muss mal gucken. Hier sieht ziemlich leer aus, sind beide ziemlich leer hier. Ich würde aber versuchen, mal so mit 20.000 hier auskommen, dann behalten wir noch 10 drinne. Gut, die geboostert sind, ne? So sehen volle Regale aus. Klamotten, Schuhe, Äpfel, Fleisch. Bargeld haben sie auch. Ein bisschen noch. Können sich bedienen. Also denen geht's rundum gut hier. Ich muss tatsächlich auch nochmal gucken. Das ist auch egal, wann man das macht. Also es ist nicht, dass sich das aufsummiert. Man kann die Bienenstöcke, würde ich behaupten, auch kurz vor Ernte einfach platzieren. Ich habe ja die Raps-Ecke dieses Jahr hier. Ich habe schon gar nicht mehr gewusst, dass ich hier die Raps-Ecke hätte. Ich müsste auch selber nochmal gucken. Ich glaube, hier habe ich noch gar keine platziert, ne? Warte mal, ich habe Tiere nicht aktiv, oder? Doch, hier habe ich welche stehen. Und da habe ich auch welche stehen. Nee, nee, das geht. Ein pro Feld, gerade bei großen Feldern, ist zu wenig. Weiß ich gar nicht. Ich meine, dass er triggert das Feld und nicht eine Range. Also was heißt, wenn er hier ist, triggert er das ganze Feld 65 und wenn er hier ist, triggert er auch das ganze Feld 66. Er triggert nicht nur so einen Kreis. Von wegen hier wenig Ertrag, hier mehr Ertrag. Sondern eigentlich meine ich, er triggert das ganze Feld. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig.
Ja, Kartoffeln. Bienenbonus haben wir jetzt auch bei Klee zum Beispiel mit drin, ne, für die Kleefelder. Müsste auch gehen. Ja, mache ich nämlich auch, Jenny, genau. Trotzdem kann man zwei nebeneinander bauen, weil man dann einfach mehr Honig bekommt, ne? Aber nicht mehr Ertragsbonus aufs Feld. Jetzt ist die Düngerherstellung mit Mist zumindest wieder drin, dann kommt danach wahrscheinlich der Leerpalettenbedarf, der vermisste. Das schon gerne wieder auf eine Hand, also eigentlich fast wieder auf die Liste da oben reduzieren wollen, aber ganz so viel Rohstoffe, wie gesagt, ist oben ganz viel drin, was wir einfach aktuell nicht mehr haben. Der sieht nicht so leer aus hier, als dass er das wäre, der da oben drin steht. Es muss der sein. Der hat von der Anzeige her tatsächlich am wenigsten. Holzfäller ist da mit Leerpaletten. Holzfäller 1. Also hier die ganzen Holzfäller können mal gut wieder leerpalettenmäßig aufgefüllt werden. Immer wieder an dem Punkt, dass du auf eine zweite Jahresproduktion an Getreide wechseln solltest. Nö, weiß ich nicht. An dem Punkt bin ich noch nicht. Mal oben, was oben drin steht, Baumwolle, ja komm. Ne, dass ich jetzt Baumwolle mal nicht genug habe. Ich habe ja letztes Jahr keine Baumwolle gemacht. Also, das ist es noch vom vorletzten Jahr. Also, wir haben zwei Jahresrhythmus. Zuckerrübenschnitzel, ja gut, Zuckerrübenschnitzel. Durch die Biogasanlagen ist das halt eine Menge. Ne, wenn man das noch komplett mit abdeckt, schwierig. Für nur eine Biogasanlage wird es erreichen, aber da ich aktuell beide aktiv habe, reicht es da eben noch nicht. Was habe ich noch? Strom ist gleich weg. Gras ist im nächsten Monat dran. Dann haben wir wieder Zuckerrübenschnitzel, Saatgutproduktion. Häckselgut wird, ne, ist gut, ein bisschen wenig Mais gehäckselt. Das ist so. Rindfleisch ist klar. Mist, Strom, Milch, Mist, Leerpaletten. Also, finde ich eigentlich alles ganz chillig. War schon. Das ist machbar. So. Hier mal schnell mal vorbeifahren. Mit Sand hatten wir hier, meine ich, letztens schon aufgefüllt. Das war nicht so ganz richtig. Also nicht. Vielleicht weil ich es kann. Okay, hast du wieder gut aufgepasst. Jetzt seid ihr wach auf jeden Fall, ne? Beim letzten Mal hat es länger gedauert. Na gut.
Was kann das für einen Sinn machen? Weil es jetzt hier in Zukunft auch Glasscheiben gibt. Glasscheiben, Holz, werdet ihr sehen, wenn ihr eine Palette auslagert. Auslagern. Nein, ich ist ja noch nichts auslagern. So, Glasscheiben. Klick einmal komplett durch. Gehen wir auf Einlagern. So, das heißt, ich habe natürlich in dem Zuge jetzt. Also hier ist ja Altglas sowieso. Gut, Altglas. Boostert ja. Sofern wir hier Altglas mal haben. Entweder über Verteilen oder hier hinbringen. Vielleicht gucken wir uns heute das nochmal an. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ansonsten spätestens Sonntag. Und eine Flasche, um für Black Forest, wollt ihr gerne ja nochmal sehen, ne? 250 bringt 20% aktuell. Kann sein, dass sich das noch ändert, ne? Das ist noch nicht 100% im Stein gemeißelt, aber es kann auch sein, dass es so bleibt. Musst du wissen. Also. Stefan, vielen Dank für 5 Subs an die Community. Vielen, vielen Dank für 5 Verschenkte an die Community. Danke dir für den Support. Vielen, vielen Dank. Ja, das macht es ja nicht anders, ob du über 2 Jahre rechnest oder 1 Jahr rechnest. Das verstehe ich nicht. Die Rechnung ist auch gleich. Wichtig ist, dass du tatsächlich die Felder mehrfach nutzt, so wie Gras, Heu hier und Luzerne und Klee und so. Dass du das wirklich zwischenfruchtmäßig machst und trotzdem noch eine Getreidefrucht auf den Feldern drauf hast. Das ist, glaube ich, eher wichtig, als irgendwie auf 2 Jahre Weizen anzubauen oder auf 2 Jahre Raps anzubauen, weil das macht ja keinen Unterschied. Das ist also der Bedarf ist auch gleich. Der Sand dürfte reichen. Weiß ich aber nicht. 2000, 2000, 1500 und 1000. Aber in dem Moment habe ich natürlich beim Kieswerk ein bisschen draufgepackt. Schon wieder. Der Sand war doch eh schon knapp, ne? Holz braucht man da nicht viel, falls ihr es gerade eben richtig gesehen habt. Ich habe es nicht so richtig, ne? Aber es ist eigentlich nur ein bisschen was. Ja, und zur Not musst du halt mal einen Produktionszweig mal kurz auslassen. Oder Sand zukaufen, oder ich weiß es nicht. Man kann ja natürlich auch denken, jetzt durch den Booster, durchs Altglas, produziert man ja definitiv mehr Glas als vorher. Das heißt, es bleibt ja mehr übrig, weil noch gibt es nicht mehr Glasbedarf, also was Glasflaschen und sowas angeht. So. Das kann ich eigentlich, ich meine, ich kann die Ladung da komplett voll machen. Ich würde nur einmal den Tischler voll hämmern. Und dann holen wir den Rest vielleicht an. Obwohl, warte, genau. Hier kriegt doch auch ein bisschen was rein. Bevor ich nämlich den Rest verkaufe, ich würde doch hier lieber nochmal schnell auffüllen. So viel brauchen die noch nicht, oder? Na, genau. Da bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Jetzt sind wir nur noch auf 8 weitere da oben gerutscht. Obwohl, da sind immer noch die Recyclingstationen drin da oben. Ja, okay. So viel zum Thema Bretter verkaufen. Aber dann haben wir hier erstmal wieder Ruhe. Das ist ja auch gut. Ich müsste sowieso natürlich dann erstmal gucken, ob das zur Baustelle soll oder zum Baumarkt. So viel.
Nicht so lange her, wo wir verkauft haben, ne? Aber da die ganzen Holzfäller der Leerpalette haben wollen, glaube ich, machen wir das mal. Das schafft was an. Schafft was raus aus der Liste. Und so lagere ich auch mal ein bisschen was ein an Leerpalette. Na, geschickt. Nicht. Kriegen wir noch irgendwie hin, dass oben nichts weiteres steht. Die Gewächshäuser können ich sonst auch nochmal mit Leerpalette beliefern, wenn man eh gerade dabei ist. Ja, denn da taucht jetzt gleich jemand anderes noch auf. Pilze für den Hofladen, okay. Oh, das ist ja schon wieder fahrisches Unvermögen hier. Fährt einfach weiter geradeaus und dann rechts rausfahren. Macht es manchmal schneller. So. Ein Zuckerrübenschnitzel. Wir können natürlich nochmal gucken, was mittlerweile wieder in der Zuckerfabrik vorhanden ist, aber es kann nicht so viel sein. Irgendwie muss ich jetzt diese Dinger wieder loswerden. Sah genauso profihaft aus bei dir gestern, stimmt. Hab ich gelernt bei dir. Vielen Dank. Ach, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich hier, glaube ich, Leerpalette hingebracht. Auch offensichtlich. Ich da wohl auch schon mal welche loswerden wollte. Mal gucken gleich, wo Pilze wachsen. Die Fabrik ist auch drin mit Leerpaletten. Aber da gehen nicht 90.000 rein, ne? Oh, hier geht ein bisschen mehr rein. Ja, mit 40.000 denke ich, lohnt das. Das kriegen wir, das reicht. Was ist da mit der Reife da fehlt? Da muss ich noch einkaufen. Oder XL habe ich auch noch nicht. Ja, aber der produziert ja selber welche, der Tischler. Das macht ja keinen Sinn. Also muss man nicht machen. Und mittlerweile habe ich ja aktuell genug Leerpaletten durch das zweite Sägewerk. Da könnte man den Tisch laden, ne? Aber der produziert ja selber auch ein bisschen Leerpalette. Ja, mal gucken. Den Bauplatz behalte ich mir nochmal. Geld ist schon verplant. Eisfabrik vielleicht. Wieder Crushed Eis herkriegen, damit wir den Fischer boostern können und Wurst boostern können. Macht ja Crushed Eis eigentlich echt Sinn, ne? Und
Ja, ich wollte jetzt eigentlich erstmal diese drei Obstbäume noch platzieren, wie ich schon mal sagte. Einmal Apfel, einmal Kirsche, einmal Mirabelle. Und dann werde ich versuchen, mal mir im Selfgame rumzuwurschteln, sodass Apfel nebeneinander steht, Kirsche nebeneinander steht. Und im Wald dann eben, keine Ahnung, Baume, Mirabelle und. Was fehlt noch? Pflaume, Mirabelle, Birne. Genau. Schön weit ausholen, damit ich auch ja nicht in den Trigger fahre. Ja genau, Brennerei ist noch interessant. Wobei, ich kann aber nicht so viel noch nicht bedienen, ne? Das ist ja mehr nach dem Motto, ja, ich hab sie schon mal. Also, guck mal, was da noch irgendwie so... Ich würde sie anders, wenn ich mal auf die Auffahrt hochfährt, aber es ist ein komisches, lautes Auto, was vorbeigefahren ist. So, los, jetzt nehmen wir... Ja, danke. Jetzt gibt es die Molkerei mit Leerpaletten, aber ich habe keine mehr. Ich glaube, ich habe alle verteilt. Vielleicht machen wir einmal die günstige Mineralfutter Einkaufsgeschichte, indem wir diese Säcke kaufen. Wirklich gut, jetzt hätte ich beim Tischler noch ein paar Leerpaletten abholen können. Ich hab nicht die Futtermittelfabrik, nein. Nur um Mineralfutter herzustellen, war mir so ein bisschen zu teuer. Vielleicht machen, wenn ich irgendwie noch ein Jahr wahrscheinlich weiter bin und dann einfach so viel Geld habe, dass ich nicht mehr weiß, wohin damit. Dann kann man sich auch just for fun eine Futtermittelfabrik herstellen, die halt nur Mineralfutter herstellt und nicht irgendwie ein sonstiges Schweinefutter. Und dann brauchst du auch eine Menge Rohstoffe wieder, ne? Und schick den LKW zum Tischler. Ich sag ja, wie gesagt, wenn jemand zu viele hier geschickte Vorschläge macht, der kann jetzt hier ruhig gestellt werden durch andere. So. Vorübergehende Pause kriegen. Leute, ich wollte Shopping. Paletten. Big Bag. Als Big Bags? Nö. War nicht. War Big Bags Paletten oder was? Auch nicht? War es in den Paletten? Das ist, ne? Mineralfutter. Ich immer nur einzeln kaufen. Ja, dann glaube ich, kaufe ich das nächste Mal doch eine Anhängerladung voll, ne? Müsste das jetzt 78 Mal, glaube ich, machen, oder? Ja, dann hätte ich mir die Kuhstelle halt mit Fütterungsroboter am Anfang sparen können, aber... So, weil das ist da wieder anders definiert. Er kennt das nicht als normale Palette, ne? Sind übergroße? Ne, sind es auch nicht. Doch, sind übergroße Paletten.
Ja, so viele werde ich nicht davon kaufen, aber vielleicht nochmal einen kleinen Sprung hinterher, ne? Warum habe ich denn noch keine 5000 Paletten gemacht davon? Erfolg im Stall steht da oben. So, reicht mir. Reicht auch für die Folge, Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.